die schnell fließenden Bäche und Flüsse Thüringens. Sie sind die Heimat der Bachforelle. Hier findet sie zumeist optimale Lebensbedingungen wie sauerstoffreiches, kühles und klares Wasser, Kiesgrund und reichlich Nahrung. Je nach Gewässer und Nahrungsangebot werden Bachforellen bis zu 80 cm groß und 18 Jahre alt. Die Färbung der Tiere reicht von olivbraun bis hin zu hellem Goldgelb. Ganz typisch sind aber ihre roten Punkte, die hell oder dunkel abgegrenzt sein können. Bachforellen sind standorttreue Fische, die ihren Standplatz nur zur Fortpflanzung verlassen. Gewässerabschnitte mit großen Steinen, unterspülten Ufern, Baumwurzeln und Gumpen sind begehrte Reviere. Hier findet der Räuber Deckung und Schutz. Schnell wird er selbst zum Gejagten, denn Bachforellen stehen ihrerseits auf dem Speiseplan vieler Fischjäger, nicht zuletzt auch auf dem der Angler. Zur Nahrung zählen Insekten, Krebstiere, Schnecken und kleinere Fischarten wie Elritze, Mühlkoppe oder Schmerle. Aber auch vor kleineren Artgenossen wird nicht unbedingt Halt gemacht. Die Bachforellen laichen zwischen Oktober und Januar. Sie sind Kieslaicher. Daher ist ein intaktes Kieslückensystem im Gewässer wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Reproduktion. Das Weibchen oder auch Rogner schlägt im kiesigen Untergrund mit der Schwanzflosse eine flache Grube, in die sie etwa 1000 orangefarbene Eier von 4 bis 5 mm Größe legt. Diese Eier werden unmittelbar danach von den Männchen oder auch Milchnern besamt. Vielerorts funktioniert die natürliche Reproduktion nicht mehr ausreichend. Daher greifen engagierte Angler den Tieren in Sachen Fortpflanzung unter die Arme. Die Tiere werden mittels Elektrofischgerät schonend abgefischt und vorsichtig abgestriffen. Die Befruchtung der Eier erfolgt ebenfalls unmittelbar. Danach werden die Eier in einem Bruthaus in Brutkästen aufgelegt und bebrütet. Im VANT werden insgesamt 4 solcher Bruthäuser betrieben. Unter kontrollierten Bedingungen ist die Schlupfrate weitaus höher als in freier Natur. Aus den Eiern schlüpfen nach etwa 8 bis 10 Wochen kleine Fischlarven, die dann zu Jungfischen heranwachsen, die wiederum in die Gewässer ausgebracht werden. Aufgrund ihrer Lebensweise ist die Bachforelle nicht einfach zu beangeln. Will man sich auf die Fischpirsch begeben, um der Rotgetupften nachzustellen, bieten sich die Spinnen- oder die Flugangelei an. Das Fischen mit der Wurmangel sollte unterbleiben, da insbesondere untermaßige Exemplare den Köder tief schlucken und dieser nicht ohne schwere Verletzungen des Fisches entfernt werden kann. Auch das Fischen mit Spinnködern mit mehreren Drillingen birgt ein erhöhtes Verletzungsrisiko für die Tiere und ist nicht immer nachhaltig. Die weitmännischste Methode ist wohl das Flugangeln. Für die Bachforellenfischerei eignen sich Flugrouten der Schnurklassen 4 bis 5. Die Flugschnur selbst dient hier als Wurfgewicht. Die Kunstköder imitieren Insekten verschiedener Entwicklungsstadien. Insektenlarven werden mit diversen Nymphen nachgeahmt. Imitationen ausgewachsener Insekten gibt es in unterschiedlichsten Variationen. Am wichtigsten ist es bei der Flugangelei jedoch, das Gewässer zu lesen. So kann man die Standplätze der Tiere ausmachen und das gewünschte Exemplar gezielt ansprechen. Insbesondere bei kleineren Gewässern ist Vorsicht beim Heranpirschen geboten, denn Bachforellen sind scheu und flüchten sehr schnell. Das Werfen mit der Fliegenrute stellt für viele Anfänger die größte Herausforderung dar. Unter guter Anleitung und mit etwas Übung kann man einfachere Würfe aber recht schnell meistern. Eine Zeitlupe offenbart die Eleganz dieser Spielart des Angelns. Besonders wichtig beim Werfen sind die korrekte Hand- und Armhaltung. Oft ist die Wahl des Köders, hier eine kleine Goldkopfnymphe, entscheidend über den Angelerfolg. Die Nutzung von Schonhaken erleichtert das Abhaken untermaßiger Tiere. Dies kann so direkt im Wasser geschehen. Die Tageszeit beeinflusst den Fangerfolg nicht unerheblich. Fängt man über den Tag meist kleinere Tiere, so bekommt man die kapitalen Exemplare oft erst in den späten Abendstunden nach einsetzender Dämmerung an den Haken. Also wir haben die gefangenen Forellen aus der Saale
ganz, ganz frisch. Das ist wesentlich heute hier, um einfach mal zu zeigen, wie man eine gebeizte Forelle zubereiten kann. Wichtig beim Beizen ist, dass der Fisch wirklich ganz, ganz frisch ist und nicht stundenlang irgendwo in der Angeltasche unausgenommen herumliegt. Er muss am Tag verarbeitet werden. Das Beizen wird ohne Durcherhitzen durchgeführt. Hier ist nur Salz und Zucker dafür zuständig, den Fisch haltbar zu machen. Zum Filetieren brauchen wir ein gutes, stabiles Brett, ein Ausbein- oder Filetiermesser, einen Löffel und eine Pinzette. Die brauchen wir zum Krätenziehen anschließend. Als Gewürze und Hilfsmittel brauchen wir als erstes Salz, Rohrzucker, gestoßenen Pfeffer, Knoblauch, Lorbeerblätter, Piment und Wacholderbeeren und frischen Lauch. Für das besondere Aroma sorgt dann eine Bio-Zitrone und ein guter Schluck Whisky. Also bei Forellen ist es so, kleine Forellen arbeiten wir so auf, indem wir hinter den Kiemendeckel einschneiden. Durch die Gräten hindurchschneiden, an den Flossenansätzen entlang und belassen aber das erste Filet, schneiden wir nicht komplett durch, die zweite Seite des Filets einschneiden, auf der Wirbelsäule entlang, hier sieht man die Gräten, die man herausschärfen muss. Beim zweiten Filet und hier, um das Fleisch nicht zu verwerfen, nutze ich einen Löffel und schabe mir an der Rückenpartie das krätenfreie Fleisch noch ab, um es dann später noch zu nutzen. Jetzt müssen wir die Filets natürlich zuschneiden, da die Gräten ja noch sich teilweise am Bauchlappen befinden. Hierzu schäle ich flach diese Bauchlappen oder die Gräten ab, schneide die Flossenansätze und hier fühle ich schon, hier sind noch eine Menge an Gräten im Filet. Erst einmal schneide ich die Kanten sauber. Zweite. Flossenansätze. Wie beim Zander, die Karkassenabschnitte verwerfen wir nicht. Davon kann man immer wieder einen Fischfang herstellen. So, jetzt nochmal die Bauchgräten, die wir im Prinzip flach herausschälen. Denn beim gebeizten Fisch tranchiere ich ja dann dünne, hauchdünne Scheiben herunter. Und dann wäre es ungünstig, wenn ich genau diese Bauchgräten im Filet habe. Ich schneide nochmal glatt. Und jetzt ziehen wir noch diese kleinen Gräten, die sich hier befinden, aus dem Filet. So, jetzt nutze ich eine kleine Pinzette, fühle über dem Filet diese kleinen Gräten. Also alternativ zu dem mühevollen Krätenziehen kann man auch sie versuchen hier rauszuschneiden. Natürlich ist das auch mit einem Verlust an Fleisch verbunden. Ja? Und da suche ich mir
die Gräten und schneide V-förmig entlang dieser Gräten. Dazu bedarf es etwas Gefühl, diese heraus. So kommen wir zum Beizen selbst. Gebeizt wird ja mit Salz und Zucker. Wir nehmen zu dem Salz immer ein Drittel Zucker dazu oder 50%. Also wenn wir 5 Teelöffel Salz haben, dann brauchen wir 2,5 Teelöffel Zucker. Das ist entscheidend. Hier geht es nach Gefühl. Das kann man auch selbst probieren. Wir legen uns die Filets in ein Gefäß, mit dem wir dann sauber im Kühlschrank arbeiten können, indem wir alles abdecken können. Die Filets sollen flach in dem Gefäß dann liegen können, weil sie ja dort mindestens 2 Tage bei 2 Grad ruhen sollen. Also beginnen wir dann ganz einfach. Wir nehmen uns einen Anteil von grobem Salz. Grobes Salz ist besser, weil sich das dann auch besser wieder von der Oberfläche löst. Zu dem Salz kommt der Rohrzucker. Die Lorbeerblätter, Piment, Wacholderbeeren. Bei dem Piment muss man darauf achten, dass man das nicht übertreibt. Und dann haben wir eine gute Mischung. Der Pfeffer ist schon grob gestoßen. Einfach miteinander vermengen. Und dann kommt einem schon ein Aroma entgegen. Jetzt haben wir hier eine schöne Würzmischung und jetzt bestreuen wir die Filets gleichmäßig mit den Gewürzen und Hilfsstoffen. Die Lorbeerblätter kann man mit aufbringen. Den Knoblauch ganz unbürokratisch pressen wir, legen ihn auf die Filets. Den Dill streuen wir dünn darüber, versuchen ihn noch etwas zu reiben, um ihn nochmal zu aromatisieren. Und dann duftet es schon herrlich. Und zum Schluss einen kleinen, mit etwas Gefühl, ja, ging es schon daneben, etwas Whisky. Zum Schluss noch der Zitronenabrieb für die Säure. Wichtig ist nur die Hülle der Zitrone aufzubringen. Und jetzt haben wir fertig aromatisierte und gebeizte Forelle. Decken diese jetzt einmal im Behälter mit Frischhaltefolie ab, um den Luftabschluss sicherzustellen. Das heißt, die Filets an sich und auch die Marinade, dass sie sauber wirken kann. Und um im Kühlschrank keine immense Belastung, ob nun Geruch oder das Saft abtropft, zu bringen, wickeln wir das in Frischhaltefolie ein. Ein guter Hinweis ist, wer keinen Überblick über seinen Kühlschrank hat oder schnell vergesslich ist, dass er sich hierauf das Datum schreibt, wann er den Fisch gemacht hat. Maximal 3 Tage sollte er bei 2 bis 3 Grad Celsius jetzt im Kühlschrank beizen. Da ja unsere Philosophie ist, den Fisch komplett zu verwerten, werden wir die Karkassen und das abgeschabte Fleisch natürlich auch noch weiter verwerten.
Hierzu nutzen wir natürlich den kompletten Kopf, der ja sauber ausgeschlachtet ist. Den ganzen Körper setzen wir jetzt mit kaltem Wasser an und produzieren einen Fischfond. Und hierzu ist es ganz einfach, folgende Grundregel. Den Fischfond setze ich an, indem ich mit angesalzenem Wasser, den Gewürzen, versuche, das Ganze, die Eiweiße zu lösen und mir dieses gute Fleisch und den frischen Fisch sofort zunutze mache. Ich habe jetzt noch Gewürze übrig, also nutze ich meine Gewürzmischung, die frischen Kräuter, die 2 Zehen Knoblauch setze ich an. Kaltes Wasser bringe ich drauf und lasse ihn den Fischfond nicht kochen, sondern ich lasse den einfach nur nach oben sieden und somit lauge ich dieses komplette Eiweiß, diese ganze Karkasse aus und habe eine tolle Fischbrühe. Ja, entscheidend ist, dass es nicht kocht und das Eiweiß abgeschöpft wird. Kommen wir noch zu dem abgeschabten Fleisch, was ich mit dem Löffel gewonnen habe, was auf den Rückenpartien ist, was krätenfrei ist. Mit dem kann ich mir eine Forellencreme oder eine Forellenfarce machen, indem ich jetzt noch etwas Ei, Sahne und Gewürze hinzugebe und ganz einfach dies in der Küchenmaschine zerkleinere und durcherhitze. Ja? Entscheidend ist nur, wir haben komplett alles aus den Fischen verwertet. Wir haben unsere gebeizten Filets, wir haben das Fleisch und wir haben den Fischfond. Für eine Fischsuppe, Fischsud, egal für was. Okay, das war's.